Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Heute gibt es ein ganz besonderes Video. Ich zeige euch nämlich ein Einhorn zum selber züchten. Das habe ich vor ein paar Tagen im Großhandel gekauft. Ich habe aber bei Instagram auch in den Kommentaren gelesen, das gibt es auch in vielen anderen Geschäften, zum Beispiel bei Nanunana haben das sehr viele entdeckt. Und man muss einfach nur Wasser dazugeben und dann wächst das Einhorn aus dem Baumstumpf hier heraus. Die Verpackung ist schon total niedlich in rosa und blau und dem Regenbogen hier drauf. Total süß. Ich habe das Ganze auch nochmal in hellblau gekauft. Das könnt ihr bei Spiel mit mir Kinderspielzeug sehen. Und ich packe es erstmal aus. So, hier kommt der Baumstumpf. Und da ist das Einhorn dann drin. Auf jeden Fall hohl. Hier ist eine Öffnung für das Wasser. Sieht noch ein bisschen aus wie ein Vulkan, aber hier oben drauf die Jahresringe verraten es. Es ist auf jeden Fall ein Baumstumpf. Ich brauche jetzt ein Wasserglas, was höher ist als der Baumstumpf selbst, damit ich ihn wirklich komplett mit Wasser bedecken kann. Ich habe hier dieses kleine Einmachglas gefunden und da gebe ich jetzt mal das Wasser drüber. Ihr seht, oben aus dem Loch kommen ganz viele Blubberbläschen raus. Also es läuft auf jeden Fall auch Wasser rein und verdrängt die Luft im Baumstamm. So, und jetzt ist der Baumstamm wirklich komplett bedeckt. So, er schwimmt auch nicht. Also er liegt wirklich komplett unterhalb der Wasseroberfläche. Und hier ist so die Anleitung drauf. Die zeige ich euch auch mal kurz. Ich glaube tatsächlich nur auf Englisch. Also übersetze ich sie mal kurz. Also er muss komplett bedeckt sein, der Baumstumpf. Und das Wasser muss kälter als 35 Grad sein. Ist es bei mir auf jeden Fall. Dann wird sich der Baumstumpf hoffentlich langsam auflösen, so in den nächsten 24 bis 48 Stunden, also ein bis zwei Tage. Und das Einhorn bricht dann durch. Und dann gibt man frisches Wasser dazu und das Einhorn wird dann nochmal eine ganze Ecke größer. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr bekommt auf jeden Fall regelmäßig Updates innerhalb der nächsten drei Tage. Bis drei Tage dauert es dann, bis das Ganze dann wirklich komplett ausgewachsen ist. Und hier hoffentlich ein niedliches Einhörnchen drin sitzt. Okay, so, also das nächste Update gibt es dann morgen. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Und ja, wenn euch dieses Video schon gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer, wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt. Alles natürlich unten in die Kommentare rein. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss! Heute gibt es das erste Update-Video von meinem kleinen Einhorn hier, was aus dem Baumstamm hier herauswächst. Total niedlich. Das muss man einfach nur in Wasser stellen. Das habe ich ja gestern gemacht. Und jetzt nach 24 Stunden sieht es so aus. Es hat hier oben auf jeden Fall schon Risse bekommen, der kleine Baumstamm. Und hier ist auch schon so ein Stückchen, es hat sich schon so ein bisschen gelöst. Ich nehme es mal hoch. Kann man schon so einen kleinen Blick hinein erhaschen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen rosa zu erkennen. Vielleicht ist es tatsächlich das Horn, was hier so durchkommt. Allerdings denke ich eher, es ist ein Ohr. Weil auf jeden Fall auf der Verpackung sieht es so aus, als ob das Hörnchen golden ist. Ich drehe es mal so ein bisschen. Genau, hier ist es auch golden abgebildet. Ich habe ja hier die rosane Variante. Vielleicht ist hier die Mähne rosa. Hier auf der Verpackung ist das Ganze ja blau und auch die Mähne blau. Vielleicht gibt es da diese Farbvarianten. Ich habe hier das rosane und das blaue gekauft. Die blaue Variante könnt ihr beispielsweise mit mir Kinderspielzeug sehen. Da macht Nina das Ganze. Und ihr könnt auch hier sehen, die also der Baumstumpf ist wirklich hohl. Da ist jetzt komplett Wasser drin. Ich werde noch mal ein bisschen mehr Wasser drauf gießen. Ist natürlich ein bisschen verdunstet seit gestern. Also so, dass der komplette Baumstumpf wieder ganz bedeckt ist. Und dann gibt es morgen natürlich das zweite Update. Und ich hoffe, dass dann nach 48 Stunden das Einhorn tatsächlich schon geschlüpft ist.
So, ich hoffe natürlich, euch hat dieses Update gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare rein. Schaut auch auf jeden Fall beim ersten Teil dieser Reihe vorbei, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Und abonniert doch einfach unseren Kanal, dann verpasst ihr auf jeden Fall kein weiteres Video mehr von uns. Und klickt auch auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss! Herzlich willkommen zu meinem zweiten Einhorn-Update. Und ihr seht schon, das Einhorn ist jetzt fast schon geschlüpft. Also man sieht hier auf jeden Fall schon die Ohren und auch die pinke Mähne. Und auch das kleine goldene Horn ist hier schon zu erkennen. Ich guck mal. Es lässt sich jetzt auch ganz leicht noch so ein bisschen hier was ablösen. Es ist hier noch so ein bisschen eingedutscht. Aber die Ohren haben sich schon gut entfaltet und man kann jetzt hier auch schon ein Auge erahnen. Total niedlich. Und es ist auch wirklich schon eine ganze Ecke gewachsen. Also vorher war das Ganze ja flach hier oben. Wenn ihr die ersten beiden Teile noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall bei unserem Kanal vorbei. Ich habe ein Video gemacht, wie ich das Ganze hier in das Wasserglas hineingesetzt habe. Und gestern gab es dann das erste Update. Und ich muss das Einhorn jetzt wirklich schon in ein größeres Glasgefäß setzen, damit es wirklich nochmal komplett mit Wasser bedeckt ist und auch weiter wachsen kann. Weil so würde ja das Horn hier trocken werden und nicht weiter wachsen. So, ich nehme es hier einmal raus. Seht ihr nochmal den ganzen Baumstumpf? Da sitzt es momentan noch drin. Und es geht einmal rüber. Hier hinein. Und da muss ich sogar auch noch ein bisschen mehr Wasser drauf geben. Ich gieße einfach mal das hier rüber. So, damit es wirklich wieder komplett mit Wasser bedeckt ist. Ich denke, es wird durchaus noch einen Tag dauern, bis es dann komplett geschlüpft ist. Mal schauen, wie heute der Tag so weitergeht. Vielleicht gibt es sogar noch ein zweites Update-Video von diesem Tag. Sonst morgen das nächste Update. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr auf jeden Fall kein weiteres Video mehr von uns. Und klickt doch auch auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss! Herzlich willkommen zu einem weiteren Einhorn-Update. Und ihr seht schon, es ist schon fast draußen. Also der gesamte Kopf hat sich hier, ja, ist hier rausgeschlüpft. Und ich gucke mal, ob ich jetzt auch den Rest herausbekomme. So. Also der Baumstumpf lässt sich jetzt ganz gut zerbrechen. Das ist inzwischen mein viertes Video, mein drittes Update zu diesem Einhorn in dem Baumstamm, was hier so rausschlüpft. Und wenn ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, schaut auch dort auf jeden Fall mal vorbei. Dann könnt ihr auch sehen, wie das Einhorn hier so langsam rausgekommen ist. So, oh, es hat auch goldene Hufe. Und da ist es. Also das ist so der Rest, was sich hier so gelöst hat. Und hier das Einhorn. Ah, es ist auch hohl. Also ein hohles Einhorn, was so, ja, sitzt, würde ich sagen. Wenn es ein Hund wäre, würde es Sitz machen. Total süß. Hat hier sehr, sehr viel Mähne und auch einen schönen pinken Schweif, ein goldenes Horn und auch hier vier goldene Hufe. Ich werde es gleich nochmal in frisches, kaltes Wasser legen. Ich bin gespannt, ob es noch größer wird. So ist es auf jeden Fall schon super niedlich. Und ja, so hoch war eigentlich der Baumstumpf ungefähr. Es ist schon ein Stückchen gewachsen, aber wie gesagt, ich bin ganz gespannt, ob es noch größer werden kann, wie zum Beispiel der riesengroße Hai. Also, es kommt gleich nochmal in Wasser und dann bekommt ihr in den nächsten Tagen natürlich nochmal ein weiteres Update-Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch auch gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren, das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss! Ich habe heute zwei Einhörner bei mir.
einmal das kleine, das bei uns auf dem Kanal gewachsen ist. Und ich habe hier auch das von Spiel mit mir Kinderspielzeug zu Besuch. Das habe ich mir vorhin einmal bei Nina ausgeliehen. Und ja, von der Größe her ist ihr sogar noch ein bisschen größer geworden bisher. Ich glaube, das saß bis gerade noch im Wasser. Meins habe ich, ich würde sagen, von einer halben Stunde ungefähr rausgenommen. Es ist auch noch ein bisschen feuchter. Es ist hier unten so von der Basis her ein ganzes Stück größer geworden. Ich bin gespannt, ob es noch weiter wächst. Das gebe ich nämlich gleich zurück ins Wasser. Meins lasse ich mal am Trockenen sitzen. Und wir haben ja mit den Haien und den anderen Tieren die Erfahrung gemacht, wenn man die dann wieder trocknet, schrumpfen sie wieder zusammen. Ich bin gespannt, ob es mit den Einhörnern genauso ist. Und ich bin auch sehr gespannt, wie groß dieses hier noch wird. Die waren ja beide in den Baumstümpfen drin. Hier auf der Rückseite könnt ihr vom Größenvergleich auch her sehen. Das hier ist eine ganze Ecke schon größer. Die Mähne ist viel ausgeprägter. Ich glaube, hier wäre sogar noch einiges an Potenzial da, dass es weiter wachsen könnte. Auch der Schweif, wenn ihr hier mal schaut, ich setze sie mal so aneinander, würde sagen, ist fast schon ein Viertelchen größer. Sehr interessant. Und auch das Horn, schon ein bisschen größer geworden. Und hier sieht man auch die Nistern besser, diese beiden kleinen weißen Punkte. Auf dem Weiß natürlich. Und natürlich die süßen schwarzen Kulleräuglein. Also unsere beiden Einhörner hier. Das eine etwas größer, das andere etwas kleiner noch. Hier machen wir das Experiment, wie groß wird es noch? Und diese Maus hier lasse ich mal trocknen. Mal gucken, ob sie wieder zusammenschrumpft. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer, wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt. Alles natürlich unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr auf jeden Fall kein weiteres Video mehr von uns. Und ja, klickt doch auch auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss! Ihr seht, ich habe hier wieder die beiden Einhörner, das mit der blauen Mähne und mein kleines hier mit der pinken. Das hier ist Beispiel mit mir Kinderspielzeug geschlüpft und dieses bei uns hier auf dem Kanal, die waren in so Baumstümpfen drin. Und das blaue ist übers Wochenende im Wasser geblieben und ist noch ein ganzes Stück weiter gewachsen. Also ihr seht, es ist wirklich riesengroß geworden. Das kleine Rosane hier, das habe ich trocknen lassen wieder. Es ist ein bisschen kleiner geworden. Und wenn ich es hier einmal auf die Rückseite drehe, also euch hier den Rücken der Einhörner zeige, könnt ihr den Unterschied noch viel, viel besser sehen. Und auch hier, wenn ich die Unterseiten aneinander lege, der Schweif ist inzwischen doppelt so groß hier bei dem blauen. Und auch die Hörnchen oben, also der Unterschied ist wirklich total massiv, total cool. Und ja, also man hat wirklich die Möglichkeit, man lässt es weiter wachsen oder man lässt es so trocknen wie das kleine Rosane hier oder ein kleines niedliches Einhorn oder man hat ein riesengroßes niedliches Einhorn. Ich zeige euch hier noch einmal den Baumstumpf, aus dem mein Rosanes hier geschlüpft ist. Auch das ist so groß geworden inzwischen, dass es nicht mehr hineinpasst. Also es war so klein, dass es wirklich da drin verschwunden ist. Es ist immer noch größer, als es ursprünglich war, bevor es geschlüpft ist. Also als es hier noch in dem Baumstumpf drin war. Und dieses ist wirklich doppelt so groß geworden inzwischen. Ich lasse das hier nochmal weiter trocknen. Mal schauen, wie weit es noch zusammenschrumpft, ob es wirklich wieder komplett klein wird. Und dieses gebe ich natürlich der lieben Nina wieder. Das kommt wieder zurück ins Wasser. Und mal gucken, ob es noch weiter wächst. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, euch hat das Update gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!